Ich hab eine neue Uniform, Mann. Shit, Police. Ey, nee, jetzt haben die es da falsch rum draufgedruckt, die Scheiße. Oh. Gut, erstmal die Ausrüstung auspacken, ne? Was haben wir heute? Den brauchen wir auf jeden Fall. Schön Polizeistock in Arsch stecken, Alter. Ist ja wohl der Hammer. Okay. Aha. Wichtig. Ah! Es brennt! Es brennt! Ausweis, nein. Officer Kuschinski. Ich sorge für Recht und Ordnung. Handschellen. Oh. Scheiße. Was soll ich mit dem Schwert? So, das tun wir mal zur Seite. Now we're talking, Freunde. Ja, da ist was Ordentliches. Da ist was Ordentliches drin hier, du. Was ist denn hier los? So. So. Hoppala! Ich dachte, da kommen nur so Dinger raus. Hallo? Und jetzt kommt das Intro! Liebe Ruth! Alarm! Alarm! Junge! Das ist ja wohl sowas von auf dem Bürgersteig! Halt, stopp! Polizei! Moin Mädels! Moin Jungs! Ich bin's mal wieder, euer Officer Kuschinski und heute geht's weiter im Police Simulator Patrol Officers oder so, Digga. Ich habe mir eine neue schicke Uniform besorgt, weil ich dachte, mit dem labbrigen T-Shirt aus der Akademie komme ich jetzt hier nicht mehr weiter. Aber die Marke ist natürlich auch noch am Start. Wir haben einen leckeren Knüppel am Start. Ich habe meine Pistole irgendwo liegen lassen. Das kann schon mal passieren. Wir sind ja hier noch fleißig am Werk. Wir warten ja immer noch darauf, dass wir hier endlich mal unseren Streifenwagen bekommen. Aber wir haben hier schon das... Kann ich nur so viel sagen. Wir warten natürlich darauf, dass wir hier noch weitere Ausrüstung bekommen. Streifenwagen Cruiser auf Level 3, ne? Da wird dann ja wohl hoffentlich demnächst auch mal ein bisschen... They see me rolling, they hatin', patrolling, trying to catch a ratty dirty. Ansonsten gibt's jetzt neuen Merch von Kalle Kuschinski auf www.kallekuschinski.de. Da könnt ihr mal in die Beschreibung gucken. Astreine Internet-Website, ne? Könnt ihr mal draufklicken, ne? Ist jetzt alles raus, alles auch nochmal lecker. Gibt auch eine Busfahrer-Krawatte, aber ist ein anderes Thema. Gut, also ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal durch Chester und machen da eine schöne Streifenpolizei, astreine leckere Sahnehäufchen. Na! Schicht! Dann heute Schicht im Schacht. Wisst ihr eigentlich, wo der Begriff Schicht im Schacht herkommt? Aus dem Ruhrpott. Weil da immer alle in den Schacht gehen. Mann, das Spiel ist immer so laut! So, warte mal, was haben wir denn hier? August! Welches Datum haben wir? Au! Oh, Alarm! Alarm! Stopp! Ah! Aussteigen sofort! Komm sofort mit erhobenen Händen raus! Ey, hier wird nicht rumgeslidet, hier wird nicht rumgemoonwalkt. Verstehst du das? Raus aus der Büchse. Hallo? Ah, verdächtige Fahrweise! Alkohol und Einfluss, Digga! Stopp! Polizei! Reifen zerschießen! Gib doch mal Stoff jetzt! Alex, wir brauchen eine Sirene! Los! Wo ist er hin? We have lost in it him! Scheiße in mein Arsch! Oha, was ist hier denn los? Oha, da wird telefoniert. Das geht nicht. Hier wird Geld getransferiert. Gut, also wo? Also hier ist doch Parking verboten, oder nicht? Nee, warte mal. Noon, 2, 4 p.m. Monday. Heute ist Sonntag. No Parking. Oha, oha. Hallo, Madame. Was ist denn, was? What has happened here in the crisis area, Allah? Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Nee, warte mal. Jetzt bleib mal ruhig. Nein, scheiße. Befragen. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. So. Bitte schön, Officer. Danke, Digga. So, was haben wir denn hier? Versicherung? Ja. Aha, aha, ja, ja. Waffenschein? Nein. Unterstützung angefordert. Ja, ich ja. Ich übernehme das. Ja, jetzt aber, scheiße. Zurückgeben.
Du, was ist denn jetzt hier passiert? Einmal Alkohol testen. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ihr wackelt alles. 0,01 Blutalkohol. Da geht aber mehr. Jetzt steigt die da einfach wieder ein, ne? Die ist falsch rum eingestiegen. Wir müssen weiter. Komm ich hier Dorsch? Komm ich nicht Dorsch? Bidu, Bidu, Bidu. Wie ist das passiert? Weißt du, also, wie kann das sein? Bidu, Bidu. So, aus der Tür raus und zu. So, meine Damen und Herren, was ist hier denn passiert, sag mal? Was kein Unfall ist das denn? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Dass sich das hier so aufstapeln tut, so sag mal. Sag mal, oder? Können hier die Autos mal aufhören zu fahren? Sag mal, gehört ihr auch noch dazu, oder was? Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Ich bin schon seit einer Stunde hier am Werk. Was wollt ihr denn jetzt von mir? So, was hast du jetzt davon? Seht zu, dass du abfährst. Menschliche Zähne? So, hinten auch nochmal reingucken. Etwas Plastik, samt am Stuhl und noch mehr Streichhölzer. Haben Sie irgendwas gesehen, junge Frau? Nee. Ist da... nicht so flott! Ich kann doch den weißen abschleppen lassen und dann den schwarzen, den blauen angucken. Will ich. Plumpst ihr da nicht runter oder nimmt ihr da beide gleichzeitig? Sie dürfen fahren. Schöne Nein! Fahrt. Fahren Sie vorsichtig. Nein! War ein Fehler! Was macht er jetzt? Abschleppen. Erstmal abschleppen. Bring mal her den Laden. Ey! Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen. Die haut einfach ab! Hier geblieben! Hallo! Police! Auf the Germany, Dings hier! Ja, dann geht weiter. So, jetzt bin ich gespannt, welchen den hier nimmt, ne? Sowas habe ich hier. Die kann's auch nicht glauben, ne? Ja, kann das Auto. Ach, warte mal. Also hier stimmt doch was nicht. Wie kann ich denn dieses Auto hier loswerden, verdammte Axt? So, okay. Sie haben Müll auf die Straße geworfen. Da vorne! Das ist doch nicht so schlimm. Doch! Machen Sie mal Arme lang, sonst mache ich Sie lang. Verstehen Sie das? Auf keinen Fall. Stopp, stopp! Police! Mach die Sirene an, Alex! Halt, stopp! Den haben wir! Den haben wir! Hier geblieben, junger Mann! Im Besitz von zu viel Cannabis. Wir mutmaßen einfach mal. Ich muss Sie festnehmen wegen des Mitführens zu großer Mengen Cannabis. Schön. Ja, 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 ja. Das ist ein Verstoß. Kannst hier nicht einfach abhauen, Digga. Aha, Marihuana? 28 Gramm! 28 Gramm Marihuana! Den haben wir! Ihre Schicht ist um, Officer. Einmal kurz die Schnauze! Ursula, bring mir mal jetzt hier einen Gefangenentransport vorbei, bevor ich hier Feierabend mache, oder was? Ich habe hier einen Marihuana-Konsumenten. Marihuana-Konsumenten habe ich hier. Ja, komm doch mal raus aus deinem Laden da! Mann, Jeffrey! Begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifen. Minus 15! Why? Wenn's sein muss. Unbegründete Anlegen von Handschellen? Unbegründete Anlegen von Handschellen? Nein, das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Es ist nicht unbegründet! Da oben! Nee, warte mal. Hier! What are you talking about? Schicht zu lange beendet? Ich kann so lange arbeiten, wie ich lustig bin bei der Police. Ich mache hier die Gesetze. Damit das mal klar ist. So, irgendwie eine Schießerei, Banküberfall, irgendwas. Das muss doch mal langsam hier losgehen. Ich kann doch nicht mein Leben lang. Ich habe sogar eine Uniform gekauft. Ich kann doch nicht mein Leben lang jetzt hier einfach nur stehen und warten, bis hier einer mal zu schnell fährt oder was. So, rein in das Präsidium. Moin, Saskia. So, Schicht beenden. Oh, da ist einiges reingekommen. Zack. Oh, 3 zu wenig, ich raste aus. Am nächsten Tag. Moin Meister, Kalle Kuschinski mein Name. Ich bin von der Police hier in Breiten, aka Spandau, Digga. Also wenn du mal Stress hast, call me on my cell phone. You gotta call me on my cell phone. Late night when you in my arse. Call me on my safe, no. I don't wanna run away. So. You can call me in my Arschloch. Oh, nee, also jetzt reicht's. Oha. Aha. Meldung. Ja, Verkehr. Oh, da haben wir die Präsenz gezeigt. Ah! Der hat einen Rucksack. Das ist verdächtig. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die 20 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann lauf über die Ampel, du kleines Piss. Plus 15. Und die Präsenz ist hochgewackelt. Ehre in meinem Arsch. Das haben wir gut gemacht. High five. Ast rein. So. Ich würde sie nochmal durchsuchen wollen. Nein, nein, nein! Stopp!
So, geteasert! Haha, den haben wir voll erwischt, Digga. Jo. 28 Gramm schon wieder? Von dem anderen Kerl oder was? Hey, warum minus 10? Warum minus 10? Ich kann ihn nicht anders festnehmen. Es geht nicht. Es geht nicht. Astragon! Wenn's sein muss. Du gehst jetzt mit da, du kleiner Frechdachs. Hier beim Monument, da wird doch immer gedealt. Ich weiß das doch. Hier wird immer gedealt. Das ist hier Umschlagplatz. Hallo? Wer kifft hier? Hier ist ja niemand. Hier wird nicht gekifft, hier wird nicht gebumst. Was ist das hier? In meinem Arsch. Ey, nothing but a hard dick. Zap, zap, zack. Zack, 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 zack. Voila, Ehre in meinem Sack. Aha, hier wieder falsche Parkuhr. Der steht doch falsch rum, oder nicht? Steht der nicht falsch rum? So, erstmal hier abgelaufene Parkuhr. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wir machen hier unseren Job anständig, damit das klar ist. Wie geht's dem Nummernschild? Gut. So weiter. Falsche Richtung. Da gibt's auch nochmal ein Knöllchen, oder nicht? Komm. Ja, ja. Also, dass ich hier immer noch... dass ich immer noch rumlaufe und Knöllchen verteile, ist eigentlich unter meinem Niveau, ne? Ich will endlich meinen Streifenwagen, sonst kündige ich hier irgendwann den Job. Also, ich hätte auch gerne mal so einen Nachteinsatz, ne? Wo man dann einfach nachts auf Streife geht, weil da nachts passieren doch viel mehr Verbrechen, Digga. So, tell me why. Ja, ansonsten ist ein ganz ruhiger Dienstag, ne? Mann, ey, wann ist hier meine Schicht vorbei? Langsam langt's auch. Wie entscheidet man denn auf Streife, wenn es Polizisten unter euch gibt? Schreibt's mal in die Comments. Wie entscheidet man denn, wo man auf Streife abbiegen tut? Wer bestimmt das? Oh, war ja. Oh! Das ist eine ganz gefährliche Kurve hier für Strafzettel. Glaube ich. So, jetzt bitte nicht kurz vor Feierabend noch eine große Straftat. Ich will gleich nach Hause. Pia hat gekocht. Oh, und die kann richtig gut kochen, ne? Richtig lecker Hackschnitzel, Digga. Vegetarisch. Ihre Schicht ist um, Officer. Danke, Digga. Keiner, der da abbiegen will. Ich höre halt immer Sirenen im Hintergrund, aber nie sehe ich was. Nie sehe ich wilde Verfolgungsjagden, krasse Schießereien, Drogenschmuggel. Also letzten Endes, alles, was ich sehe und alles, was ich machen soll, sind Strafzettel verteilen. Und das kotzt mich an. Ich habe mir extra eine Uniform gekauft. Mann, ey. Alles, was ich will, ist ein Streifenwagen, Polizei, Auto. Wir waren schon da. Ich bin so dumm. Ich habe so dumm gemacht. Wir waren schon längst bei der Police. Hier ist es doch. Mhm. Und dann... Ja, ich mach Feierabend, ne? Irgendwie heißt die Frau auch immer anders, ne? Jo, das ist doch mal gut gelaufen. Solo-Vergütung. So, jetzt sind wir aber fertig mit Melting Point. Neuen Gegenstand freigeschaltet. Du hast neue Ausrüstung freigeschaltet. Winkerkelle. Mein Gott, wir können die Leute rauswinken. Du hast einen neuen Einsatztyp freigeschaltet. Verdächtiger gesucht. Oh mein Gott! Ja! Endlich ein Streifenwagen! Das heißt, nächstes Mal fahren wir Auto. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst mal nicht den Abonnement und den den Abonnement-Button und die Glocke die Knockis zu aktivieren, Digga. Lecker Schmecker. Macht's gut, verpisst euch! Verpisst euch!